Im Rostocker Rosengarten sollen 140 Jahre alte Linden gefällt werden. Der Grund: Das Amt für Stadtgrün hat einen Umgestaltungsprozess für den Rosengarten geplant. Insgesamt sollen 5 Bäume an der nördlichen Seite der Parkanlage gefällt werden. Eine Neuaufforstung ist geplant, um die Lücken in der Allee zu schließen. Die Initiative Bürgerinnen der Hansestadt Rostock rief am 9. November zu einer Demonstration auf. Sie kämpft für den Erhalt der jahrhundertealten Linden. Am 30. Oktober brachten Umweltschützer bereits Plakate an den Bäumen an. Am 11. November tagte der Rostocker Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung. Die zuständigen Ämter bekräftigten ihr Vorhaben und stellten eine Neubepflanzung von Bäumen in Aussicht. Dafür haben wir uns entschieden, ganz sorgsam und in aller Abwägung zu schauen, wie gelingt uns der Aufbau einer solchen Allee wieder. Und wir sehen quasi hier die Chance, durch diese 5 Alleebäume, die da sind und die nicht länger, und so sagt es das Gutachten, länger als 10 Jahre mehr stehen, weil sie schon stark erkrankt bzw. auch Vitalitätsschäden haben, dass wir uns entschieden haben, 5 Bäume, diese 5 Linden wegzunehmen, um genügend Platz und Raum für 20 neue Bäume zu schaffen. Für die Umgestaltung des Rosengartens stehen jetzt 2 Varianten zur Auswahl. Entweder 5 Bäume fallen oder die Allee in ihrem aktuellen Zustand bleibt. Das Amt für Stadtgrün ist offen für beide Pläne. Wir haben auf der Ausschusssitzung Beteiligte befragt. Ich bin persönlich der Meinung, dass Baumfällungen einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Dass wir also gerade bei so besonders alten Bäumen, wir haben es hier mit Bäumen zu tun, die ungefähr 140 Jahre alt sind, dass zum einen die Stadtgesellschaft aus Klimaschutzgründen sowas nicht tun sollte, weil wir auch wissen, dass Neuanpflanzungen einfach unter einem hohen Risiko stehen. Wir wissen also, dass viele Neuanpflanzungen auch in den ersten Jahren dann einfach erfolglos bleiben. Und insofern, wenn wir Bäume haben, die an Stadtklima gewöhnt sind, die, ich sag mal, sozialisiert sind, dann sollten wir die auf alle Fälle stehen lassen, so lange wie möglich. Das ist der Klimaschutzaspekt. Und dann gibt es aber natürlich auch noch eine hohe emotionale Komponente. Diese Bäume sind ja irgendwie auch Zeugnisse von Stadtgeschichte. Sie sind Teil unserer Stadtwahrnehmung. Und die Petition mit jetzt inzwischen fast 9000 Unterschriften hat ja auch gezeigt, dass den Menschen das also auch emotional wichtig ist, diese Bäume stehen zu lassen. Das ist nicht das Hauptargument, aber ich finde, es gehört in die Debatte auch ein bisschen rein. Die fachliche Begründung hatten wir ja schon mal gehört und sie fundiert natürlich auf den Grundsätzen der Denkmalplanung und auch der Landschaftsarchitekten. Was ich heute noch mal wahrgenommen habe, ist, dass es tatsächlich darum geht, die Bäume zu fällen aus ästhetischen Gründen. Und das ist eben so diese Kernfrage. Leisten wir es uns, Bäume, die noch gesund sind, die laut Gutachten noch 10 Jahre, vielleicht auch länger stehen können, aus ästhetischen Gründen zu fällen? Wollen wir das? Und ich glaube, das sollte man nicht tun. Wir haben eine Petition, wo fast 9000 Menschen unterschrieben haben. Und das ist schon ein gewaltiges Votum, die Bäume stehen zu lassen. Die Sanierungsarbeiten sollen im Februar 2022 beginnen. Bis dahin sollen die Bäume gefällt sein. Die Debatte darum geht in die nächste Runde. Die Planungen liegen den Fraktionen vor. Danach soll das Thema in der Bürgerschaftssitzung diskutiert werden.